Hey Leute, heute haben wir für euch mal was Fruchtiges. Und zwar die 10 teuersten Früchte der Welt. Viel Spaß! Nummer 10. Sambikia Queen Erdbeeren. Benannt nach dem exklusiven Obstladen in Tokio, der sie verkauft. Jede Box enthält genau 12 Erdbeeren, die handgewählt sind und fast perfekt gleich aussehen. Trotz des Preises von knapp 80 Euro pro Box verkauft der kleine Laden in Tokio ganze 50 Stück davon pro Tag. Na, da lohnt sich die Mühe doch. Und die Nummer 9. Buddha-förmige Birnen. Formen werden um die wachsende Birne gelegt, was die Frucht im ausgewachsenen Zustand wie eine kleine dekorative Buddha-Statue aussehen lässt. Direkt nachdem sie geerntet werden, beginnt auch schon der Ansturm auf die Läden, um noch welche zu ergattern, und das trotz des stolzen Preises von umgerechnet 8 Euro pro Stück. Ich finde zwar, normale Birnen tun's auch, aber hey, jedem das seine. Cool sehen sie ja schon aus. Und die Nummer 8. Decoupan, eine Kreuzung zwischen Mandarine und Orange. Mit ihren extra dünnen Häutchen um das Fruchtfleisch schmelzen die Stücke angeblich nur so im Mund dahin. Auch Aroma und Geschmack sind unglaublich beliebt. Die Frucht hält die perfekte Balance zwischen Süße und herber Säure. Eine Packung mit 6 Stück kostet um die 70 Euro. Zwar sauteuer, aber man könnte es zumindest mal ausprobieren. Wie auch immer. Kommen wir zur Nummer 7. Sekai Ichi Äpfel. Die Produktion dieser Äpfel wird streng überwacht und komplett per Hand abgehandelt. Die Blüten werden per Hand bestäubt, jeder Apfel per Hand in Honig gewaschen und ebenfalls von Hand gekennzeichnet. Pro Stück kosten sie ganze 20 Euro. Na immerhin, feinste Handarbeit. Und die Nummer 6. Viereckige Wassermelonen. Klar, hört sich das cool an, aber ist das Ganze 700 Euro wert? Diesen Preis bezahlten nämlich einige Russen für die japanischen Melonen. Und das, obwohl die Frucht nur als Dekoration zu gebrauchen ist. Essen kann man sie nämlich nicht. Um die spezielle Form zu bekommen, werden die Melonen in würfelförmigen Behältern gezüchtet. Naja, wer es braucht? Weiter mit der Nummer 5. Ananas aus The Lost Gardens of Heligan, was übersetzt ungefähr so viel heißt wie die verlorenen Gärten des Weidenbaums. Glücklicherweise haben die Früchte der Ananas eine sehr dicke Schale. Sie werden nämlich unter Stroh, Pferdeurin und Tiermist gezüchtet. Im kalten England, dort befinden sich die Gärten, ist das allerdings auch nötig. Und Tiermist als Dünger ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Meist werden diese besonderen Früchte nur als Geschenk an Angestellte vergeben, aber ihr geschätzter Wert beläuft sich auf ganze 1500 Euro. Puh. Ich glaube, da bleibe ich bei stinknormalen Ananas, die nicht gleich ein ganzes Monatsgehalt verschlingen. Naja, weiter mit der Nummer 4. Taiyo no Tamago, oder auch Eier der Sonne genannt, sind japanische Mangos. Der durchschnittliche Preis für diese Prachtexemplare liegt bei um die 2700 Euro. Allerdings enthält eine Box gleich 2 der Früchte. Trotzdem verdammt teuer für so kurzweiligen Genuss. Um die Voraussetzungen für Namen und Preis zu erlangen, muss die Frucht mindestens 340 Gramm wiegen und einen sehr hohen Zuckergehalt aufweisen. Die sehen schon verdammt lecker aus. Und da wären wir bei der Nummer 3. Denske Wassermelone. Diese außergewöhnliche Melone wird nicht nur wegen ihres Aussehens, sondern vor allem wegen ihrer einzigartigen Süße gefeiert. Komplett schwarz wie sie ist sie auf jeden Fall ein Hingucker. Für ihren Preis sollte sie das aber auch. 2008 wurde eine fast 8 Kilo schwere Melone für umgerechnet knapp 5600 Euro verkauft. Dafür könnte man sich auch einen Kleinwagen leisten. Nur wäre der nicht so süß. Wie auch immer, weiter mit der Nummer 2. Ruby Roman Grapes. Hierbei handelt es sich um eine Sorte Weintrauben. Sie sind perfekt rund, extra süß und haben etwa die Größe von Ping-Pong-Bällen. Einige Leute zahlen bis zu 7000 Euro, um diese Trauben in die Hände zu bekommen. Tja, kann man machen, ne? Oder man fährt richtig dekadent in den Urlaub. Muss man selber wissen. Und damit sind wir dann auch schon bei der Nummer 1. Die Yubari King Melone. Eine japanische Honigmelone. Unglaublicher Aufwand wird für jede einzelne dieser Früchte betrieben. Jede Pflanze wird so gestutzt, dass sie ihr Wachstum auf eine Frucht ausrichtet. Und sobald die Melonen gesprossen sind, bekommt jede einzelne ein kleines Hütchen, um sie vor der Sonne zu schützen. Sie kosten deswegen auch extrem viel, nämlich vor
von 100 bis 1000 Euro pro Stück. Besondere Exemplare wurden allerdings auch schon für knapp 20.000 Euro versteigert. Tja, das ist mal ein Haufen Schotter. Im Internet gibt es diese Samen übrigens auch zu kaufen. Also, falls ihr zu viel Zeit habt und euer Taschengeld ein wenig aufbessern wollt, versucht's doch mal. Ja Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns eine positive Bewertung da und teilt das Video mit Freunden, Verwandten, Veganern oder wer euch sonst noch so einfällt. Bleibt gesund und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao!